ein herzliches Willkommen aus Aschersleben. Es ist Tulpensonntag und hinter uns kommt der große Karnevalsumzug. Chris aus der Ritterstadt Köthen ist bei mir. Was ist deine Aufgabe heute? Ja, ich werde mich unter die Menschen mischen, denen ein paar netten Fragen stellen und zusammen mit ihr kommentieren auf jeden Fall. Genau, wir schauen uns den Umzug jetzt an. Wir wünschen jetzt schon mal viel Spaß. Bischof Stefan und Ritter Chris. Als erstes, das ist der Turnwagen vom Aschersleber Karneval Club Union. Und auf dem Wagen, da haben wir den Präsi, den Klaus und den Sitzungspräsi, den Mario, die da Stimmung verbreiten. Genau dahinter ist die Prinzengarde. Und die legen hier nochmal einen flotten Tanz hin. Man sieht auf jeden Fall, sie verbreiten richtig gut Stimmung hier. Weiter geht's. Die Schönheiten der Prinzengarde. Und du möchtest sie mal was fragen, Chris, ne? Gehst du mal hin, fragst sie mal unsere spezielle Frage für die Prinzengarden. Richtig. Ich habe mir jetzt mal das Mikrofon geschnappt und guck jetzt hier gleich mal rein. Mahlzeit, Mahlzeit. Wo ist es denn schwerer zu tanzen? Hier eher auf der Straße oder eher im Saal? Hier auf der Straße, weil das Pflaster nicht so gut ist. Aber hier geht's? Es geht, da vorne war schlimmer. Und macht Spaß? Natürlich, immer. Richtig gute Stimmung. Dann viel Spaß euch weiterhin. Und ich gehe mal wieder zurück zu Stefan. Dankeschön. Also eine wunderschöne Prinzengarde, muss ich sagen. Schon, oh, jetzt werden ja noch kleine Geschenke verteilt. Und als nächstes kommt das Prinzenauto. Und die Stadtpfeifer, die Aschersleber Stadtpfeifer, die Pokalsieger waren sie. 15, 16 und 17. Na dann, ab geht's. Dann haben wir die Kindergarde, die Lollipops. Und die Lollipops beziehungsweise. Die Kindergarde und die Lollipops. Haben wir hier direkt vom ACC auch. Und auch hier gute Laune verbreitet. Kleine Teufelinnen. Hallo? Ja, da muss ich doch mal als Bischof. Hallo, hello! Also wir sehen uns doch dann spätestens in der Hölle wieder, oder? Ja. Habt ihr da schon was Schönes vorbereitet für die Bischöfe in der Hölle und so? Na, wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen, ne? Okay, eine kleine Party oder irgendwas dergleichen. Da ist die Kamera, dort müsst ihr hinkommen. Ich dachte, wir reden nur mit dir. Ach nein, um Gottes Willen. Macht euch weiter, ciao. Ach, meine kleinen Teufelinnen. Schön sind sie. Und das Narrenschiff folgt.
vom ATT. Die Ascanic, na, hoffentlich ereilt die nicht dasselbe Schicksal wie die Titanic. Wenn wir hier dann, oh, Dankeschön, werden wir hier schon Pralinen zugesteckt. Als ob ich so aussehen würde, als würde ich gern Pralinen essen, oder? Dazu sage ich jetzt mal nichts, ne? Genau, weiter geht's wieder mit Musik. Und zwar kommt als nächstes Spund dekoriert. Der Spielmannszug aus Maisdorf. 2002 gegründet. Heute blüht Maisdorf auf. Was haben Sie denn da auf dem Kopf? Sind das Blumen? Ja. Ja, laufen wir unter dem Motto, heute blüht Maisdorf auf. Und da geht's nach vorne. Die Damengarde ist die nächste. Es geht ja hier Schlag auf Schlag. Ebenfalls hier von den Narren aus Aschersleben. Und gleich kommt die MDS, Entschuldigung, die MDS-Konfettikanone. Oh Gott, da wird ja richtig was rausgepustet. Das darf man sich dann nachher wieder schön aus den Sachen holen. Auf jeden Fall. Also wenn man einmal in so einer Konfettikanone mittendrin war, dann wird das Ganze eng, ne? Auf jeden Fall. Na, extra für Sie heute hier. Wen habe ich hier bei mir? Oh, na, den Hippie. Den Hippie. Wo sehen wir uns nachher? Na, am Türmchen. Am Türmchen. Bis dann. Hier, Küsschen kriege ich ein Küsschen. Jetzt habe ich nicht mal ein Küsschen bekommen. Mein Gott, schade. Aber das war der ATT Fanclub. Und als nächstes kommen die Hettstädter. Neuendorfer Narren, gegründet in Hettstedt. So rum ist es ganz korrekt. Mit großer Fahne. Die haben sie mit dabei. Und einen großen LKW, auf dem gefeiert wird. Da geht die Party richtig ab. Und da oben ist eine Stimmung, oder? Aber auf jeden Fall. Man sieht schon, die Leute auch am Straßenrand, die machen auch mit. Und allein die Musik, allein die Stimmung an sich, einfach geil, muss ich sagen. Andreas Gabalier, der darf... Kommt immer gut. Der darf auch bei keinem Umzug fehlen. Definitiv nicht. So, Chris. Was hältst du davon, wenn du dich mal ein bisschen am Straßenrand umhörst? Hör mal in die Narren rein, wie es denen in Aschersleben hier so geht, okay? So, ich nehme mir das Mikro. Danke, Stefan. So, wir gehen einfach mal hier. Komm mal mit. Man sieht ja schon, also die Leute sind auf jeden Fall zahlreich hier, haben sich hier am Straßenrand versammelt. Kostümiert hätten sie, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen mehr sein können, aber wir suchen uns mal so ein richtig schönes Kostüm aus. Dürfen wir mal durch. Richtig schöne Haare, aber das sind nicht deine echten Haare, oder? Nein. Also pinke Haare, sogar das geht zum Karneval, es geht alles. Das ist halt hier die Freiheit, dass jeder sich so anziehen kann, wie er gerne möchte. Und man sieht hier auch, egal ob jung oder alt, alle stehen hier am Straßenrand versammelt. Mahlzeit. Wie gut ist denn die Stimmung hier? Ja, fantastisch, wir sind doch schon immer im Fasching. 50 Jahre machen wir schon mit. 50 Jahre? Ja, da war ich noch. Also das heißt, jedes Jahr aufs Jahr Neue? Dabei. Wir haben damals die Fahne für den ATT sticken lassen in Bulgarien. Ja. Und mein Mann hat ganz viel Orden, alles klar. Also. Und bin ich in der Zeitung? Ja. Da einmal in die Kamera lachen, viel Spaß noch weiterhin. So. Wir müssen mal wieder voll durchgucken. Kamera kann sich gern noch mal umdrehen. Also, hier ist richtig Stimmung. Und jetzt der Schneemann hier aus Frozen, aus dem Film. Und dahinter die Eiskönigin.
Sehr schön. Bisschen kalt heute, ne? Ja, für die Eiskönigin ist es ein bisschen zu warm. Aber wir sind mittlerweile mittendrin bei den Heumer-Narren, die hier auch unterwegs sind im Umzug in Aschersleben. 68 gegründet. Und schwarz-gelb sind ihre Farben. Heumelau als Schlachtruf. Komm, wir machen mal ein Heum. Hello! Genau, extra für euch. Ein Einhorn als Wagenengel, das hat man auch nicht oft. Ein echtes Einhorn. Mit einem Kleinhorn. Der war gut. Oben auf dem Wagen Sven und Nicole, das Prinzenpaar. Und auch Nick und Leonie, finden wir die. Aber die haben heute auch ihre Garde natürlich mit. Ja, da seid ihr noch. Da seid ihr noch. Und auch hier wird schöne Stimmung verbreitet, ne? Aber auf jeden Fall. Und man sieht schon, alle im Takt, also es läuft. Da habe ich zwar das Prinzenporn gar nicht wirklich entdeckt, aber okay. Mit sollen sie sein. Vielleicht oben irgendwo. Und jawoll. Und hier kommen gleich die Gründungsmitglieder. Als das Ganze 68 soweit war, da waren die noch sehr jung. Oh, und da guck mal, wie fit die noch drauf sind für ihr Alter, ne? Ich sehe auch gerade, das ist ja, so hoch kriege ich meine Beine nicht, wenn ich das mal sage. Probier's doch mal. Ich probier ja nicht. Komm, los Chris, und eins und zwei, na guck mal, Chris kann das doch auch. Zum Glück musste ich das jetzt nicht probieren. Wahnsinn. Perfekt. Und ich krieg den Alkohol dafür, super. Ich gebe den gleich weiter an unseren Kameramann, dann werden die Bilder flüssiger. Voriges Jahr hatten die ihren 50. Die Heumer. Man sieht, ob alt oder jung, ganz egal. Auch die etwas Älteren kriegen hier noch die Beine richtig hoch. Ja. So. Hier haben wir nochmal die große 50, die Geburtstags 50 aus dem vorigen Jahr. Aus Heum. Mal, da ist auch das Kind vom Einhorn hier im Gefolge. Ja, und ich muss sagen, es hat ein größeres Einhorn als das vorhin. Chris. Jawohl. Die Heumer. Die Melanchthon-Schule wird uns als nächstes wohl erwarten. Wird sie auf diesem LKW sein? Jawohl, die 14, da ist es schon angekündigt. Ne? Also Heum hatte die Unglückszahl, die 13. Also bisher muss ich sagen, ein wunderschöner Zug. Also auf jeden Fall. Und man sieht auch, welche riesigen Wagen sich hier durch die Straßen schlängeln. Also ich glaube, sonst fahren die hier nicht durch. Wer Aschersleben kennt, weiß, Aschersleben hat jetzt nicht die breitesten Straßen. Guckt mal hier hin und das heißt schon breite Straße hier an dem Ort. Ne? Das ist hier nämlich genau unser Standort hier. Oh, die evangelische Grundschule, die Melanchthon-Schule, das werden die nächsten sein. Mit den ganz Kleinen heute auf dem Wagen zum Sonntag, aber heute mal nicht in der Schule. Na, wie das in der Grundschule so ist, ne? Älter sind die da noch nicht, Chris. Aber heute mal nicht in der Schule, sondern mal auf der Straße. Genau. Aber Party machen können die schon, aber das sind wohl eher die Lehrerinnen, oder? Na, das glaube ich nicht. Winken können sie auf jeden Fall auch. Und das Lied darf natürlich auch nicht fehlen. Die evangelische Grundschule. Chris, ein Kostüm ist mir heute schon die ganze Zeit aufgefallen. Und zwar diese drei wunderschönen Pilze da drüben. Warst du schon mal bei denen? Ich war noch nicht bei denen. Soll ich das machen? Geh mal zu den Pilzen. Ja. So, Mikrofon geschnappt. Jetzt gehe ich doch mal zu den Pilzen hin. Hallo, liebe Pilze. 1, 2, 3. Ein außergewöhnliches Kostüm. Wie seid ihr da drauf gekommen? Das haben wir immer an. Wir sind die Glückspilze. Wir sind Giftpilze. Nicht essbar, aber wunderbar lustig. Lustig auf jeden Fall. Lustig, das gehört ja zum Karneval. Wie ist die Stimmung hier jedes Jahr? Immer gut, immer gut. Wunderbar. Zum ersten Mal dabei, nein. Immer jedes Jahr dabei. Haben wir noch einen etwas jüngeren Pilz. Du auch zum ersten Mal? Nein. Nein, schon oft dabei.
Also man sieht, ob alt oder jung, ganz egal, man feiert hier zusammen. Winkt nochmal in die Kamera, viel Spaß euch. Und es geht gleich weiter und die Straßen hier in Aschersleben, die füllen sich immer weiter. So, Stefan. Ja. Also man sieht, nicht zum ersten Mal dabei und sie haben das jedes Jahr an. Echt? Aber die waschen das zwischendurch. Ich denke mal. Hast du gefragt? Also, eine Frage noch. Mein Co-Moderator meinte gerade, ob ihr die jedes Jahr wascht. Na klar, oder? Natürlich. Immer. Im Wald machen wir das. Wald. Wo sonst? Das gehört sich ja für Pilze so, ne? Also, Stefan, natürlich jedes Jahr aufs Neue im Wald. Okay. Hör mal, wir kommen nach Frohse. '98 wurde der Verein gegründet. Und da wird gerade Kerstin Ott gespielt. Dieses Jahr natürlich richtig angesagt. Ja. Und sie haben auch ein schönes Motto. Medizin ist Lachen. Drum lasst uns Karneval in Frohse machen. Und gute Laune haben sie auch. Weiß gerade mit dabei, der Nachwuchs. Und das ist ja immer das Schöne an den Umzügen, dass ja alle zusammenkommen. Alt, jung, arm, reich, dick, dünn, Mann, Frau. Das finde ich immer klasse. Kardinalritter, egal. Ja, genau. Wird wieder musikalisch. Und es wird ja auch heute einiges runtergeschmissen an Bonbons und Gummibärchen und so weiter. Also ich habe auch schon Konfektkästen gesehen. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Kochstedt. Gefolgt von den Narren aus Kochstedt. Der CKV. Die schönste Zeit des Karnevals. Wir feiern hier und überall. Sieht man auch. Und auch so eine klassische Farbkombination in Blau und Weiß. Oh, jetzt die Mädels. Guck. Hüte haben sie auch. Ja, die sind auch ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Aber weißt du, ich meine, man kann ja froh sein, dass heute nicht so kalt ist. Aber kannst du dir vorstellen, so ein Umzug hier bei minus 20 Grad und dann in den Klamotten, so mit kurzem Röckchen und so? Da bist du besser angezogen. Da bin ich auf jeden Fall besser dran. Ne? So, Frohse. Was reimt sich auf Frohse? Auf Rose? Auf Frohse, Rose zum Frohse, Beispiel. Ja. Magst du mal hier einen Tütencheck machen, was schon alles gefangen wurde? Oder wir können auch gleich noch mal gucken, wer als nächstes kommt. Das müsste der Kostümtempel sein. Auf jeden Fall sind hier einige Schirme aufgespannt für die Süßigkeiten. Ich glaube, so voll wie die Straßen heute sind, sind sie das ganze Jahr über nicht hier in Aschersleben. Also es ist tatsächlich sehr voll. Also man hat hier doch einiges zu gucken. Und auch der Umzug ist schön. Jetzt kommen ja ganz viele Kostüme. Ja, guck mal, den haben wir denn da alles. Da wird es gülden und... Oh, so, jetzt kriegen wir gerade hier die Info von unserem Reporter. Wenn du sie siehst, hier hat nämlich heute jemand Geburtstag. Für die würden wir singen. So, siehst du sie irgendwo, Martin? Darf ich vorstellen, das ist Martin? Die weiße Dame. So, Moment, Robin, komm her, komm her, komm her. Meine Holde, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe gar keinen Geburtstag. Toll, Dankeschön, Martin. Dankeschön, sie hat erst am 8. März. Danke. Echt, also hier der Herr Lampadius. Würdest du ihn kurz einblenden, der das gerade gesagt hat? Ich bin am 3.8. Ja, okay. Also sie hat heute gar nicht Geburtstag. Soll ich trotzdem singen? Ja, bitte. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute, viel Glück. Danke. Viel Spaß mit Napoleon noch. Das war ja jetzt unangenehm. Danke. Sie hat heute nicht Geburtstag. Ja, es steht heute auf Facebook. Toll. Da weiß man ja wieder, was man Facebook glauben darf. Komm lieber wieder zurück jetzt hier. Ja. Ach Gott. Wir kommen nach Staßfurt.
Auch eine große Stadt, die Kultur- und Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß wird uns hier gleich als nächstes beglücken. Und allein an der Musik sage ich schon mal, dass ich den Verein mag. Du und deine, wer ist das? Andrea Berg? Helene Fischer! Gott, da geht Chris immer voll ab. Aber du würdest ja auch zupassen zu dem Motto, das ist hier Gruselzeit im Märchenwald. Ja, ja, du mich auch. So, das war jetzt drauf. Also, schauen wir mal. Beichte abgeben. So, hier möchte jemand eine Beichte abgeben. Robin, Beichte. Was möchtest du beichten? Ach, alles. Alles? Karneval ist nur einmal im Jahr. Genau. Aber es sei dir verziehen während des Karnevals. Wir haben jeden Tag 365 Tage im Jahr Karneval. Na dann, genießt die Zeit. Olle. SKG Olle. Mit Helene. Guck mal, da ist sie sogar auf dem Wagen. Das ist sie doch. Und da geht's ja ab. Guck mal, 15 wurden die erst gegründet. Haben ja einen Mops mit dabei. Das ist ja auch cool. Esel, ja, ja. Und die Zwerge. Wusste ich gar nicht, dass Helene in ihrem Verein ist. Ja, siehst du, irgendwo muss Helene ja auch Karneval feiern. Und wenn, dann in Stassfurt, würde ich doch mal sagen. Auf jeden Fall. Der hat der Verein ja auch von Anfang an gefallen. Ich meine, wenn ich hier in Sachsen-Anhalt Karneval feiern, wo denn dann? Genau, Sachsen-Anhalt-Hellau. Somit dann ein einfach donnerndes. Wir haben die Tanzmäuse, ein gemeinnütziger Verein, Sport. Und die kleinen Tanzmäuse, die sind heute mit dabei. Und guck mal, sie sind sogar als Mäuse. Ist das nicht niedlich? Gucci, Gucci. Möchtest du mal zu den Mäusen? Soll ich mal? Antworten die mir auch? Hallo, hallo, da ist die Kamera, da einmal hingucken. Alles gut, macht Spaß? Ja. Auf jeden Fall. Eure Tanzgruppe, erzählt mal ein bisschen was dazu. Ja, wir müssen weiter. Na los, lass uns laufen. Also, eure Tanzgruppe, wer seid ihr? Die Tanzmäuse aus Aschersleben. Und Tanzen macht Spaß, auch heute hier bei diesem Wetter. Ja. Auf jeden Fall, dann wollen wir euch mal nicht weiter aufhalten, viel Spaß. Ich glaube, sie waren ein bisschen eingeschüchtert von mir. Wer ist das nicht? Die Jugendbrigade des ACC, Carnival of Colors, oder? Nee, kann nicht sein, steht zwar auf dem Zettel. Ich nehme alles zurück, die Crazy Dance Crew war das. Manchmal stimmen die Zettel auch nicht, die man bekommt. Oder man rutscht in die falsche Zeile, sei mir verziehen. Aber auf dem nächsten Wagen, da fliegt das Konfetti nur so in Scharen. Da werden wir jetzt in Deckung gehen müssen. Das kriegen wir ja dann auch immer ab, ne? Das ist ja für uns so immer Hauptsache, dass wir getroffen werden. Also ich habe das dann im Sommer noch im Auto, das Konfetti. Das kannst du dir auf jeden Fall sicher sein, du. So, das ist jetzt aber der Carnival of Colors. Die Jugendbrigade vom ACC. Ach, guck mal da oben. Jawoll. Konfetti-Dusche für den Kameramann. Sieht gut aus. Und da, ja, auch Konfetti-Dusche für mich. Schönen Dank auch. Danke. Also, Konfetti habe ich heute genug. Ach, Chris. Das ist dann zur Überbrückung zwischen der Karnevalszeit, ne? Für nächstes Jahr. Was, das Konfetti raussuchen? Ja, wahrscheinlich. Das, naja. Ist ja nicht mein Büro, in dem ich das nachher ausziehe. Aber dein Auto. Mein Auto, da hast du recht, ja. Ah, jetzt habe ich auch noch im Mund. Kannst du mal wegschwenken, dass ich mir das Konfetti aus dem Mund holen kann? Hör auf. So. Ist aber auch ein frecher Kameramann, oder? Unglaublich. Oh, ein schönes, altes Gefährt. Mit den Herren. Komm, sprich doch mal mit den älteren Herren. Frag sie mal was. Also Karneval, ob jung oder alt, jeder kann Karneval feiern, oder? Erzähl mal. Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Warum ausgerechnet hier in Aschersleben?
weil wir aus Westdorf sind und direkt bei Aschersleben. Und die geilste Stimmung haben, oder? Auf jeden Fall. Okay. Zufrieden mit den Leuten hier am Straßenrand, mit der Masse? Es war schon mehr, aber... Noch mehr? Ja. Ich muss sagen, ich bin heute hier zum ersten Mal, aber ganz schön gefüllt. Sehr viel, aber es waren schon mal mehr. Aber ist sicherlich vom Wetter abhängig, weiß ich nicht. Hoffen wir mal, dass es noch hält. Viel Spaß euch weiterhin. Danke. Aus Westdorf sind sie. Also er meinte gerade, es war schon mal voller auf den Straßen. Ja, aber ich finde es trotzdem sehr voll, also im Vergleich zu vielen anderen Orten. Und jetzt, pass auf. Ja. Es Landesprinzenpaar. Das Landesprinzenpaar, genau. Julia, dann Tim der Erste und Julia die Erste. Zwei ganz sympathische. Wir durften sie ja damals, selbst bei ihrer Kürung haben wir sie gesehen. Die haben sich wirklich wahnsinnig gefreut, die beiden. Ein sehr, sehr würdiges Landesprinzenpaar. Und total sympathisch, die zwei. Ich frage mich, wie die das durchhalten hier die ganzen Tage. Wenn du da hochkommst, frag sie doch mal. Mach mal. Ich komm mal hoch. Darf ich mal hoch? Oh, jetzt sogar mit Treppe. Sogar mit Treppe. Mahlzeit, ich bin's mal wieder. Wir hatten uns lange schon nicht gesehen, oder? Ja, erst gestern, würde ich mal sagen. Ach was. Also, sagt mal, wie haltet ihr das durch jetzt die ganzen Tage? Na, zum einen ein bisschen Alkohol zum Fitwerden. Sechs Frühstück ist immer am Start. Aber die gute Laune, die kann einem keiner nehmen. Ja, also definitiv. Man muss Freude dran haben. Ansonsten schafft man das auch gar nicht. Okay, also unser Landesprinzenpaar, seid ihr, also ein bisschen traurig seid ihr dann aber, wenn es dann zu Ende ist, oder? Das auf jeden Fall. Also wir denken schon mit dem weinenden Auge an morgen, Rosenmontag, wenn wir den Schlüssel wieder am Rathaus abgeben müssen. Ich bin schon traurig. Aber es war eine sehr, sehr geile Zeit. Und ich will es nochmal betonen, ihr wart ein sehr, sehr gutes Prinzenpaar. Ihr habt unser Bundesland sehr gut vertreten. Und deswegen wünsche ich euch alles Gute. Bis bald mal wieder, vielleicht nächstes Jahr. Ja. Oder ihr kommt morgen einfach mal vorbei bei uns im Rosenmontagsumzug. Oder so, mal schauen. Ja, macht's gut. Also Karneval, einfach krass. So, danke schön, macht's gut. Jetzt muss ich hier wieder runterkommen, während der Fahrt. Schon ist man unten. Ich hab dich. Das Lied des Jahres, würde ich mal sagen, oder? So, da haben wir sie, die Stadtwachen von Nienburg. Und die können sogar das Lied von Cordula Grün. Wer kann das nicht? Genau. Die nächste Beichte wird mir hier gerade abgelegt. Mein Bruder! Jetzt wurde ich ja gerade von einem Mönch begrüßt, daher haben wir uns mit Bruder begrüßt. Kameramann hatte es zum Glück nicht drauf. Was denn? Dass mich der Mönch jetzt hier gerade umarmte. Nienburg, kra kra. Und jedenfalls endlich Cordula Grün. Ich habe schon den ganzen Umzug drauf gewartet. Ah. Schon erwähnt, ich glaube, das ist das Lied des Jahres, oder? Ich denke schon. Ja. Guck mal, schon wieder ein Einhorn. Da oben haben wir das Prinzenpaar, Christine und Daniel. Sind sie. Und da kommt auch schon, der ein oder andere hat sich vielleicht schon gewundert, ob des komischen Schlachtrufs Nienburg KK. Und gleich kommt die Erklärung auf dem nächsten Wagen. Da ist nämlich eine riesige Krähe. Für die ist Nienburg nämlich bekannt. Ach, und keinen einzigen hält hier still bei Cordula Grün. Ne? Frag doch mal die Krähe, was sie in Nienburg so macht. Los! Ich soll die Krähe mal fragen. Liebe Krähe, du fliegst ja heute gar nicht. Du darfst heute sitzen. Ich darf heute sitzen, meine Flugzeit ist heute vorbei. Was machst du heute hier so in Aschersleben? Wir wollen feiern, tanzen, Fröhlichkeit verbreiten und dass alle Leute sehen,
dass auch nicht nur Ernst ist, sondern auch mal Spaß im Leben. Ich glaube, das wird hier heute vermittelt. Also, liebe Krähe, ein Küsschen zurück. Oh, oh, oh. Und jetzt sehen wir hier eine schöne Torte. Wegen unserem 40-jährigen Jubiläum. Deswegen sind wir Törtchen. Nochmal? Wegen unserem 40-jährigen Jubiläum. Deswegen sind wir Törtchen. Und darf ich mal so eine etwas privatere Frage stellen? Was trägt man denn da drunter? Lass uns ruhig weiterlaufen. Alles okay. Ich bin warm angezogen. Leider nichts Überraschendes. Okay, aber der Tisch, der geht noch ein bisschen besser gedeckter. Tja, nö, tut mir leid. Im Laufe des Abends noch, wa? Ja. Macht's gut. Und sie weint, sie weint. Bunt angezogen hier. So, Stefan, da bin ich wieder. Danke. Schauen wir mal, wer uns hier als nächstes beglückt. Das ist der Showtruck vom NCC mit Galeonsfigur hier vorne. Zeig doch mal die Galeonsfigur, genau. Aber lass dich nicht überfahren. Ein Showtruck. Und da oben ist aber ein Lichtgewitter, du. Das ist ja wie bei Helene, die Lightshow. Aber auf jeden Fall, sag ich da nur. Und mit einer richtig geilen Hupe, habe ich gerade schon gehört. Okay, da bin ich gespannt. Guck mal, kleine Preisfrage. Wer ist das, der jetzt da vorne wegläuft? Wer denn? Da in Gelb. Gute Frage. Richtig, das ist Till Eulenspiegel. Das habe ich natürlich gewusst. Ja, das... Habe ich natürlich gewusst. Ja, ja, ja. Das, der Pate von Bernburg. Und wir kommen somit zu den... Oh, jetzt hat die unserem Kameramann die Zunge rausgesteckt. Mir oder dir? Dem Kameramann. Ach was. Frech hier. Also Bernburger Karnevalsclub. Und da haben wir das Prinzenpaar Danny und Johanna. Ein wunderschönes Paar ebenfalls. Also eigentlich alle Prinzenpaare sehr schön dieses Jahr. Gefallen mir. Und hier die Funken. Und hoch und hoch und... Na? Und die haben vorgesorgt, wenn es regnen sollte. Ja, haben ein Jäckchen bei. Ne? Zumindest die hier vorne. Und hier hinten, die halten sich durch Bewegungen warm. Ach Gott, Chris! Ach Gott, da konnte er sich wieder nicht beherrschen. Ja, pass auf, gleich in Spagat. Gleich geht's in Spagat, auch für Chris hier. Oh Gott, wenn Reporter durchdrehen, dann passiert sowas. Mann, 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 Mann. Man muss in Action bleiben, Stefan. Ja, natürlich, natürlich. Bernburg. Schöne Stadt an der Saale. Da oben sehen wir den Präsidenten, den Thomas Leinweber. Schwenkt doch mal hoch, Robin, auf den Präsidenten. Ne? Genau, da winkt er. Kleiner Fun Fact, er hat schon mal 32.000 Euro für den Verein erspielt bei Günter Jauch, bei Wer wird Millionär? Oh. Und hier haben wir die Mädels des Vereins. Heute ist so ein schöner Tag. Lief hier gerade und das passt auch. Ich finde das ein schönes Motto. Es gefällt mir hier in Aschersleben. Ja, und mir erst. Macht Spaß. Und die Stimmung ist natürlich richtig klasse. Guck mal, da sind die Bernburger immer noch. Und da oben ist ja auch der Lazi. Das ist ja auch das Motto oder beziehungsweise der Schlachtruf Lazi Hopp. Und das bezieht sich auf genau eben diesen Bären, den der Mann da wahrscheinlich auf dem Kopf trägt. Das ist hoffentlich kein echter Bär. Das war vielleicht mal ein echter Bär. Hoffentlich nicht. Guck mal, wir kommen nach Güsten, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, der Männergesangsverein hatte sich vorgedrängelt und jetzt haben wir hier ein Prinzenpaar. Annika und David waren das und auch hier natürlich das ganze Gefolge. Die Rätselstecher, die Güstener. Mit den Clownies, passend zu mir, sage ich ja bloß.
So zu dir, du bist ein Ritter. Ja, aber sonst bin ich ja eigentlich immer ein Clown, oder? Aber guck mal, dieser schöne Wagen, Karneval in Güstin, mit so einer großen Statue drauf. Sieht man hier auch nicht alle Tage. Wenn mich nicht alles täuscht, steht die sogar in Güstin. Die Statue? Ja, na klar. Wer weiß. Guck mal, aber hier haben wir schon die Nächsten vom Verein. Mit dabei ist übrigens auch der Frauentor Victoria und der Männerchor Germania. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade in dem Moment im Bild sind. Aber auf jeden Fall sind es schon mal Narren, Clownies, Bären. Und oh, guck mal, hier geht's musikalisch ab auf dem nächsten Wagen. Sind oder irisch? Kann das eher schottisch. Genau, schottisch. Ob die live spielen? Wir haben nichts zu trinken. Ja, und weiter geht's im Knirpsenland. Wo die Knirpse sind. Aber da kommen sie. Wen sehen wir jetzt? Das Knirpsenland. Eine Kita. Mit einer Biene vorneweg. Ja. Vielleicht gibt's da auch eine Imkerei, wer weiß. So, und der nächste Wagen macht seine Runden auf uns. Der nächste Wagen kommt ja auf uns zu und die nächste Konfetti-Dusche für den Kameramann. Der kann es gebrauchen, jawohl, nochmal direkt auf den Kopf. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Wir schon. Und zwar sind das die Angler aus dem Einetal, der Anglerverein Einetal. Finde ich schön, wenn also auch andere Vereine sich hier integrieren, mitbringen, mitmachen und mitlaufen. So, SV Lok, der größte Sportverein der Region. Kriegst du raus, wo SV Lok so richtig erfolgreich ist, der Sportverein? Los, krieg mal raus. So, ich mische mich jetzt hier mal drunter. Der Kameramann müsste mal zu mir kommen. Wo gucke ich denn? Wo gehe ich hin? Mahlzeit, Mahlzeit. Hier, da ist die Kamera. Wo seid ihr denn so richtig erfolgreich? Oh, eigentlich überall. Eigentlich überall? Also wir gehen zum Beispiel wandern. Ja. Ganz gemütlich und eigentlich jedes Wochenende. Und wir waren auch schon an verschiedenen Stellen. Also ich sag mal, voriges Jahr waren wir Teneriffa-Wandern mit mehreren. Ja, richtig, genau. Da sind wir gewesen. Oder nächstes Wochenende geht's in Harz, immer was. Also immer unterwegs. Immer unterwegs. Egal ob jung oder alt. Naja, wir sind schon etwas gesetzter. Viel Spaß weiterhin. Also. Immer unterwegs, ob wandern im Harz oder auf Teneriffa. Echt cool. Schön. Also der nächste Verein, da werde ich ja fast ein bisschen rot als Bischof. Weil die haben die Abkürzung FKK. Oh, ich dachte, du gehörst blau. Ich würde, denke mal, das heißt Friedrichsauer Karneval Club. Aber vielleicht noch was anderes. Nein, das wird schon heißen. Chris, wir haben uns gerade eine ganz spezielle Frage ausgemacht. Ich wünsche dir jetzt schon viel Erfolg. Los, leg los. Also. Mahlzeit! Ihr habt ja, ich komme mal in eure Mitte, wa? So, der Ritter in eure Mitte. Ich habe eine ganz nette Frage an euch. Was haltet ihr denn von eurem, FKK? Geiler Verein. Als ob man was anderes sagen würde. Vereinsliebe, ja? Bester Verein. Was soll man dazu sagen? Karneval ist Leidenschaft. Mehr braucht man eigentlich nicht zu wissen. Viel Spaß weiterhin. Die haben sich gut gerettet. Haben sich gut gerettet? Na gut. Weinrot, auch eine schöne Farbe, finde ich. Das hat so was Majestätisches, so ein bisschen. Weinrot und Weiß, die Vereinsfarben. Und die haben auch einen Schlachtruf, Sodom Hellau. Das sagt ja schon einiges. Da wird schon wieder die Konfettikanone geladen. Und hier kommen die Smileys hinterher, das Gefolge. Ach Gott. Wieder gab es eine Konfettidusche. Also immer, wenn wir irgendwas sagen wie, ah Gott und ah und dann haben wir so eine Konfetti-Dusche abbekommen. Ja, die nächste. Also,
Friedrichsaue. Ja, danke. Nächstes Mal nehme ich mir auch jede Menge Konfetti mit. Und dann wird aber sowas von hier dann selber bei den Leuten auf dem Kopf und so. Also ich muss sagen, ich bleibe noch etwas verschont. Unser Kameramann und du, ihr seid ein bisschen... Vielleicht zeig doch mal den Kameramann. Komm, zeig einmal den Kameramann, was der hier schon erdulden musste heute. Das ist unser Robin. Ich finde aber, er sieht noch ganz okay aus. Also ich muss schon sagen, es fühlt sich aber nicht gut an. Ach, es geht doch noch, komm. Man hat das dann überall. Guck mal, wir kommen nach Könnern. Trotz Trump, Jong-un und Erdogan, bei uns regiert der größere Wahn. Das muss man sich auch erstmal trauen, so, dass man dann noch schlimmer ist. Ja, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen, ne, würde ich mal sagen. Und guck mal, immer die armen Leute, die da vorne so die ganze Zeit diese Fahne tragen müssen, die geht ja noch von der Größe her. Ich will dir mal fragen, ob das schwer wird mit der Zeit, weißt du? Mahlzeit! Du musst die ganze Zeit die Fahne tragen. Wird das mit der Zeit schwer? Ja. Also geht's. Ja. Kannst du trotzdem den Karneval hier in Aschersleben noch miterleben und mitgenießen? Ja. Also, knackig kurze Antworten. Was will man mehr? Alle Hoppe! Wir sind in Könnern angekommen. Und auch die haben eine sehr erfolgreiche Garde, die nimmt regelmäßig an den Meisterschaften teil und hat da durchaus auch schon das ein oder andere Mal auf dem Treppchen gestanden. Und sie haben starke Fahnenträger. Ja. Oh, guck mal. Die ganze Zeit halten sie hier durch, die Umzugsstrecke. Aber heute ist ja auch herrliches Umzugswetter. Wird immer besser, oder? Und die Straßen füllen sich noch mehr. Schön. Aber ein Trabi, der Könnerner Trabi. Ja, den muss ich mal ganz kurz hier, gehe ich mal kurz hier ran zum Trabi, Robin. Sag mal, wie lange musstest du auf den Trabi noch warten? Also anfänglich waren es ja fast 12 Jahre, aber zurzeit geht es etwas schneller, wenn er anspringt. Grüße an alle nach Hause. Gute Fahrt und alle Hoppe. Ab geht's. Guck mal, Kinderprinzenpaar. Rabatt gemacht, da steht ja. Genau, das war der Präsident, der ja gerade so frech in die Kamera gesprungen ist. Der Thomas Bär. Weil das hier. Woher weißt du das? Guck mal, ich habe ja so einen schlauen Zettel. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Ohne Schmerken, wa? Nee. Und da oben haben wir das Prinzenpaar Malte und Susanne. Malte an Susanne. Nur noch Schuhe an. Das passt dann wieder zum FKK von ihm. Ach, ja. Könnern stellt wie immer einen großen Block. Und das sind echte Vollblutnarren, das kann ich euch sagen. Ich war da mal vor ein paar Jahren zu einer Sitzung. Da geht's richtig, richtig ab. Also geile Stimmung. Ach, ein Lolli für einen Kameramann. Kameramann. Also die Arbeit, sie wird auch zurückgegeben. Ja. So, wenn wir jetzt mal da nach vorne schauen, da sehen wir, blende mal kurz ein, na, den Weg. Da sehen wir nix. Ja. Warum? Weil gerade keiner kommt. Nein, weil die Präsidentin des nächsten Karnevalsvereins Marita Nix heißt. Und sie ist schon da. Den hast du jetzt gerissen. War der jetzt so schlecht? Naja, ging. Komm. Okay, ja. Ich nehme ihn zurück. Komm, check doch mal, was hier schon alles so in den Schirmen gelandet ist. So, schauen wir doch mal rein. Hier sehen wir doch schon was. Was haben wir hier alles drin? Darf ich mal ganz kurz reingreifen, nur mal gucken, was hier so alles drin ist? Also, Popcorn auf jeden Fall, Schokolade, Gummibärchen, andere Schokolade. Aber der kann sich noch ein bisschen weiter füllen, oder? Denke ich, klar. Ist das dann so eure Jahresration? Ja, mit. Das nehme ich mal als Ja. Ja, denke ich.
Mal sehen, ne? Okay, viel Spaß euch weiterhin. Also man sieht, die Regenschirme schon bereitgehalten, aber da kann noch einiges kommen. Ich würde mal vorschlagen, eher ein bisschen weniger Konfetti und dafür mehr Bonbons und Schokolade. Aber ich glaube, es geht ja noch weiter. Wir bleiben drauf mit richtig geiler Stimmung. Damit zurück zu Stefan. War Stefan? Ja, ich habe gerade gesehen, der Umzug, ja, noch nicht das Ende, aber wir sind deutlich im letzten Drittel. Also ich habe gerade herausgefunden, dass die Regenschirme sich noch ein bisschen weiter füllen können, weil es ist die Jahresration, die man hier sammelt. Jahresration, mehr Süßigkeiten gibt's nicht? Nein, nein, soll so sein. Nichts zu Ostern. Weihnachten. Geburtstag. Ich glaube, das ist von Familie zu Familie unterschiedlich. Okay. Jetzt kommen sie aber, die Gattersleben. Rot-Schwarz haben sie als Farben. Ah, guck mal, das ist ein Fahnenträger. Den müssen wir mal fragen jetzt hier. Nicht so eine Kinderfahne wie vorhin. Hi, sag mal, wird das nicht schwer mit der Zeit? Ja doch, ja, wird's, aber ich nehme die blaue Flecke so in Kauf. Weißt du warum? Ja? Weil mein Sack blau wird. Ach Gott, das schneiden wir raus, das schneiden wir raus, das schneiden wir raus. Mein Oberschenkel. Gut. Ach Gott. Perfekt. So, endlich wieder Narretei. Gattersleben, Karneval Club. Und auch hier wird Party gemacht. Eure Eminenz. Und diese Garde hier, na Hammer. Hier ist eine Stimmung. Die ziehen das noch mal ganz nach oben. Ja, und Chris wieder mittendrin hier. Er kann es einfach nicht lassen. Und weiter geht's hier immer noch mit Gattersleben. Endlich wieder Narretei. Der GCC ist mit dabei. Dies ist ja das Motto. Ach, guck mal, hier kommt der kleine Nachwuchs wieder. Das ist immer besonders süß. Also nicht der Fahrer jetzt, aber auf dem Wagen hier. Hallo! Da sind sie, die kleinen Narren. Gattersleben. Schlachtruf hier übrigens einfach Hello in Aschersleben. Also ich würde sagen, für alle, die hier mitgemacht haben, schon mal ein großes Hello! Hello! Perfekt. Oh, guck mal jetzt hier. Jetzt wird es filmisch. Die letzten Jedi kommen. Ja, und die Jedi. Möge die Macht mit dir sein, wa? Heißt das nicht so? Wahrscheinlich. Und Jurassic Park. Bakatide steht hier dazu. Ja, möge die Macht auch mit euch sein. Und hier, der Jurassic Park ist eröffnet. So geht die Musik so ein bisschen. Und natürlich mit einem Barkas. Und einer Konfetti-Dusche. Meinst du, die mögen Konfetti, die Dinos? Zum Werfen auf jeden Fall. Ja, würde ich auch. Essen weiß ich nicht. Schade Leben, der Spielmannszug 2018, neu gestartet. Hier sind sie. Links, zwei, drei, vier. Ist ja auch ein Job für dich, oder? Mit dem Stock? Ich glaube, das wird mit der Zeit ganz schön schwer, oder? Naja, so schwer sieht der Stock jetzt nicht aus. Aber der verzieht auch keine Miene. Doch, als du da rumgehampelt bist, musste er schmunzeln. Der hat mich eher ausgelacht, glaube ich. Zu Recht.
hab dich auch gern. Ach Gott, weiter geht's. Jetzt wird's wieder ein bisschen motorisiert hier. Genau, und das dürften die Narren aus Schackstedt sein. Und die haben einen der genialsten Schlachtrufe überhaupt. Den lässt du dir bitte gleich erklären. Weil der Schlachtruf ist Horrido, fass die Sau am Schwanze. Was bedeutet das? Ne? Deine Mission ab jetzt. Los geht's. Läuft eine Zeit oder so? Nee, ich glaube nicht. Mahlzeit, Mahlzeit. Ihr habt ja einen schönen Schlachtruf. Möchtest du ihn nochmal wiederholen? Ja, Horrido, fass die Sau am Schwanze. So, jetzt erzähl mal, was soll das heißen? Was soll das bedeuten? Ja, das stammt nur von früher, wo, ich sag mal, aus der Landwirtschaft. Wir sind ja ein kleines Dorf. Und da hatte man nichts weiter zu tun, als die Sau am Schwanz zu fassen abends. Okay, viel Spaß euch noch. Also, ein historischer Schlachtruf. Ein historischer Schlachtruf. Ein historischer Schlachtruf, okay. Das erfahren wir dann, oder Sie wissen es ja jetzt schon, mir kannst du es nachher erklären. Dankeschön. Ein Popcorn für die Heiligkeit. Also das Kostüm hat sich heute schon gelohnt. Mensch. Noch eins. Dankeschön, danke. Oh, ich gehe jetzt immer so durch die Stadt. So, wir sind in Schackstedt angekommen, 54 gegründet. 65 Jahre dieses Jahr. Also da steppt die Sau. Gerade bei dem Motto. Und wir kommen nach Quenstedt. Eine halbe Ewigkeit für ein Fasching ist dies ja das Motto. Die sind bestimmt auch schon gefühlt eine halbe Ewigkeit dabei, das Kinderprinzenpaar. Und gegründet wurde der Verein 85. Und auch auf diesem Wagen, da steppt der Bär. Und auch die Tanzmädels hier, eine wunderschöne Garde. Aber die haben sogar einen Funkenmajor dabei. Und ich habe ja auch gesehen, auch ein Junge hier. Ja. Tanzen macht Spaß? Ja, aber sowas von. Auch als Junge, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hier mit der Aufruf zu Hause? Tanz, ganz einfach, Tanz, das macht Spaß. Und zwar wo? Im QCC, Quenstedter Karnevalclub. Okay, aber dann müsstest du ja draußen sein, das willst du ja nicht. Nein, wie fühlt sich denn das an, so unter den ganzen Hühnern zu sein, so der Hahn im Korb? Gut, die hören dann auch alle. Die hören alle? Ja, aber immer. Immer. Was will man mehr als Mann, wa? Viel Spaß euch! Also, man merkt, auch als Mann kann man zum Tanzen gehen. Okay, dann schau mal, Sie haben Tulpen dabei, passend zum Tulpensonntag. Man sagt ja aber Rosensonntag, aber eigentlich ist es der Tulpensonntag. Genau wie der Dienstag nach Rosenmontag der Veilchendienstag ist. Und wie kommt man drauf auf die ganzen Blumen? Ist so. Hat sich irgendwann mal jemand gesagt, nennen wir jetzt so. Und den Abschluss des Umzugs bildet der ASB, die faschingsverrückten treuen Partner. Bei denen möchte sich der Karnevalsverein, die Zugorganisatoren, ist zum Ende des Umzugs ein schweres Wort, auch nochmal recht herzlich bedanken für die Hilfe. Na, wir hoffen, ihr hattet nicht zu viel zu tun. Da sind sie in ihrem Boot, Wasserrettung. Und natürlich noch mit den Rettungsdienstwagen. Ein Boot auf Rädern. Auch mal schön, ne? Ja, warum auch nicht? Und der Katastrophenschutz, meinst du, den braucht heute noch der ein oder andere, wenn er dann ein paar Bier getrunken hat oder anderes? Ich weiß nicht, vielleicht bist du eine Katastrophe. Ich glaube nicht. Ich bin's doch eher, aber gut. Schauen wir mal. Und dahinter kommt der Zug zusammen. Kommen die Menschen zusammen, die Aschersleber und ihre Gäste. Denn das war der Umzug. So, liebe Zuschauer, herzlichen Dank
Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Und wie? Die Stimmung einfach geil. Du könntest gleich nochmal, oder? Oder auf jeden Fall nochmal mit ein paar Mädels tanzen. Na komm, dann renn vor, tanz noch mit ein paar Mädels. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Jahr in Aschersleben. Ciao.